Bause das Wort erteilen. Bitte schön. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, das Thema Zuwanderung und Integration ist ja nun keines, was uns erst seit wenigen Monaten beschäftigt. Es beschäftigt uns seit vielen Jahren. Wir Grüne haben zum Beispiel zum ersten Mal im Jahr 2001, also vor 15 Jahren, hier einen Gesetzentwurf zur Integration zur Diskussion gestellt. Es gab in all den Jahren viele Debatten. Es gab vor allen Dingen auch viele Informationsreisen in klassische Einwanderungsländer, damit wir lernen, wie Integration gelingt, was andere Länder besser machen, was wir davon lernen können. Und ich erinnere mich sehr gut an eine Delegationsreise im Jahr 2008 nach Quebec. Mitglied in dieser Delegation waren Alois Glück, er war damals noch der Präsident des Bayerischen Landtags, Georg Schmidt, er war damals ihr Fraktionsvorsitzender, Peter-Paul Ganzer, Linus Förster und meine Person. Und wir waren unter anderem bei dieser Reise in einem Integrationszentrum in Quebec, ein Integrationszentrum, wie wir es in unserem Gesetzentwurf heute hier auch für Bayern vorschlagen, für die Kommunen in Bayern vorschlagen. Also wir waren in diesem Integrationszentrum und wir wurden herzlich begrüßt von einer Dame mit einem herzlichen Grüß Gott. Und sie hat uns in einer wunderbaren PowerPoint-Präsentation gezeigt, was Quebec alles tut für gelingende Integration, und in einem wunderbaren Deutsch uns das erklärt. Und am Ende dieses Vortrags hat Alois Glück gesagt, also das war ja jetzt sehr beeindruckend, aber was mich am meisten beeindruckt hat, wie gut Sie Deutsch sprechen. Wo haben Sie denn so gut Deutsch gelernt? Und dann hat die Leiterin dieses Zentrums gesagt, ja, ich bin eigentlich Bürgerkriegsflüchtling aus dem Kosovo, bin in den 90er Jahren aus dem Kosovo nach Bayern geflohen, war in München, habe dort 5 Jahre lang als Altenpflegerin gearbeitet, und in der Zeit habe ich natürlich Deutsch sprechen gelernt. Und dann hat Alois Glück gesagt, ja, aber liebe Frau, wieso sind Sie denn dann ausgewandert? Solche Frauen wie Sie, die brauchen wir doch in Bayern. Und dann hat die Dame gesagt, das wollen Sie jetzt nicht wissen. Und dann hat Alois Glück gesagt, natürlich will ich das wissen, das interessiert uns. Und dann hat sie gesagt, weil Sie mich ausgewiesen haben. Sie von der CSU scheinen aus ihren Fehlern der Vergangenheit nichts gelernt zu haben. Zuwanderung und Integration ist bis heute für Sie ein Angstthema. Wie muss es eigentlich um Ihre eigene Identität bestellt sein, wenn Sie Verschiedenheit nur als Bedrohung wahrnehmen können? Integration ist eine Zukunftsaufgabe für unsere Gesellschaft, und sie ist keine Strafaufgabe, wie Sie sie definieren. Integration ist eine große Zukunftschance und ein Integrationsgesetz. Das muss Lust machen aufs Mitmachen, darauf Teil dieser Gesellschaft sein zu können. Und ein Integrationsgesetz darf nicht Misstrauen, Unterordnung und Ausgrenzung festschreiben, so wie Ihr Gesetzentwurf das tut. Mit Ihrem Gesetzentwurf führen Sie nicht zusammen, Sie spalten unsere Gesellschaft. Was Sie hier anbieten, ist kein Integrationsgesetz fürs 21. Jahrhundert. Es ist ein reaktionäres Mottenkistengesetz. Im Kern geht es bei der Integration um die Frage, wie wir in Zukunft leben wollen. In einer Gesellschaft, in der wir uns achten und uns gegenseitig helfen. In einer Gesellschaft, in der wir in dem anderen Menschen zuerst den Mitmenschen sehen und nicht den vermeintlich Andersartigen. In einer Gesellschaft, in der wir Menschen nach ihrem Verhalten beurteilen und nicht nach ihrer Herkunft. Oder in einer Gesellschaft, in der wir fremden Menschen zuerst mal mit Misstrauen begegnen, uns von ihnen bedroht fühlen, sie als Menschen zweiter Klasse sehen und ihnen sogar die gleiche Würde wie uns selbst absprechen. Ich finde, die Antwort fällt nicht schwer, die Antwort ist eindeutig. Es geht darum, die besten Zukunftschancen für die Menschen, für die Wirtschaft, für Bayern herzustellen und zu gestalten. Es geht um Integration, bei der wir alle gewinnen.
Und die werden wir nur bekommen, indem wir die Menschen zusammenführen und nicht, indem wir Menschen mit Angst und Vorurteilen gegeneinander aufbringen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Einwanderung gehört zur Geschichte unseres Landes. Sie hat unsere Gesellschaft geprägt, die Vertriebenen zum Beispiel nach dem Zweiten Weltkrieg, die sogenannten Gastarbeiterinnen und Gastarbeiter aus den Anfang der 70er Jahren aus Italien, der Türkei, die Aussiedler, die in den 90er Jahren vorwiegend aus Russland und Kasachstan gekommen sind, die Bürgerkriegsflüchtlinge aus dem zerfallenden Jugoslawien, die Menschen aus den anderen EU-Staaten. Viele von ihnen sind geblieben. Und sie haben unser Land reicher gemacht. Sie haben unser Land reicher gemacht, weil sie ihre eigene Geschichte mitgebracht haben, ihre Kultur, ihre Identität und weil sie sie eingebracht haben in unsere Gesellschaft, weil sie neue Ideen und andere Perspektiven haben und eingebracht haben. Reicher aber auch, weil der Wohlstand, den wir heute in Bayern haben, ohne die Eingewanderten gar nicht denkbar wäre. So alt wie die Geschichte der Einwanderung ist aber auch das Geraune über drohende Überfremdung. Und bei diesem Geraune sind Sie von der CSU regelmäßig in der Hauptrolle. Dieses Geraune hat sich als haltlos erwiesen. Im Großen und Ganzen sind die Eingewanderten gut integriert in unserem Land. Und dass das so ist, liegt vor allem an Ihnen selber, an den Eingewanderten selber. Und es liegt an den Menschen, die den Eingewanderten die Türen und die Herzen geöffnet haben. Integration hat bislang einigermaßen gut funktioniert, trotz ihrer Politik von der CSU und nicht wegen ihrer Politik. Es gibt aber auch Defizite in der Schule, was die Schulabschlüsse angeht, was die Karrieremöglichkeiten im Beruf angeht, was die Aufstiegsmöglichkeiten angeht, was die Vertretung in den Spitzenpositionen angeht. In all diesen Bereichen sind Menschen mit Migrationsgeschichte deutlich unterrepräsentiert in unserem Land. Und das ist aber ein soziales Problem. Das ist kein kulturelles Problem, als dass Sie es darstellen wollen. Statt Migranten zu fördern und ihnen Chancen zu geben, haben Sie ihnen immer wieder Steine in den Weg gelegt. Das zu ändern, ist eine politische Aufgabe und hier haben wir deutlichen Nachholbedarf. Es ist eine Frage der Gerechtigkeit, aber es ist auch eine Frage der wirtschaftlichen Vernunft, wenn wir uns zum Beispiel den allseits beklagten Fachkräftemangel anschauen. Diese Lehren sollten Sie beherzigen, sollten wir beherzigen, wenn es nun um die Integration der Menschen geht, die in erster Linie aus dem Nahen und Mittleren Osten zu uns kommen. Was können wir tun, damit Integration gelingt? Wir wissen es aus vielen anderen Ländern, wir wissen es von guten Beispielen, es ist nicht so schwer. Erster Punkt, natürlich die Bildung und die Förderung von Anfang an und ausnahmslos für alle. Wir brauchen zweitens klare und für alle verbindliche Regeln, auf die man sich verlassen kann, keine ungefähren Begriffe, keine dauernden Änderungen von gesetzlichen Vorgaben, sondern klare und verlässliche Strukturen für alle. Wir brauchen überschaubare Strukturen, damit man überhaupt weiß, wohin man sich wenden kann, wenn man eine Frage hat und nicht 20 Ämter abklappern muss, um zu einer Klärung zu kommen. Wir brauchen Ansprechpersonen, die Orientierung geben und helfen. Wir brauchen das Engagement von Ehrenamtlichen, das vom Staat gefördert und unterstützt werden muss. Und das Allerwichtigste bei allem, das sagen uns auch alle Erfolgsbeispiele von Menschen, die hier erfolgreich ihr Leben aufgebaut haben, sich eine neue Heimat auch aufgebaut haben, das Allerwichtigste ist der Respekt für die Würde des Gegenüber. All das steht in unserem Entwurf für ein Integrations- und Partizipationsgesetz. Wir geben hier klare Integrationsziele vor und wir verankern das Recht auf schulische Bildung für alle Kinder, unabhängig von ihrem Aufenthaltsstatus. Bildung ist ein Kinderrecht und daran darf nicht gerüttelt werden. Liebe Kolleginnen und Kollegen, unser Land ist vielfältig. Wir haben verschiedenste Traditionen, wir haben unterschiedliche Bräuche. Wir leben und wir lieben so, wie wir es für richtig halten.
einer klassischen Ehe mit Kindern, ohne Kinder, alleinerziehend, gleichgeschlechtlich oder heterosexuell. Wir sind christlich, muslimisch oder jüdisch oder haben überhaupt keine Religion. Menschen sind unterschiedlich, aber was uns eint, sind unsere Werte, die in unserer Verfassung festgeschrieben sind. Das gleiche Recht, dasselbe Recht auf Würde und persönliche Freiheit, die Gleichberechtigung, die Rechtsstaatlichkeit, der gegenseitige Respekt, die Ermöglichung von Vielfalt, das Füreinander, das Miteinander. Das ist der Kern, der Wertekern unserer Gesellschaft. Tradition und Religion sind für viele Menschen Teil ihrer persönlichen Identität, haben deshalb auch einen wichtigen Platz in ihrem Leben. Aber wer glaubt, dass eine bestimmte Tradition oder Religion einer anderen überlegen ist, wer glaubt, den Menschen vorschreiben zu können, wie sie ihr Leben führen sollen, der hüllt genau unseren Wertekern aus. So wie Sie es von der CSU mit Ihrem Leitkult machen, unter Anleitung der Hohepriester Kreuzer und Seehofer. Sie tanzen um diesen Leitkult herum wie um ein goldenes Kalb. Das ging schon mal fürchterlich schief mit dem goldenen Kalb. Und Ihr Leitkult ist auch der wesentliche Grund, warum Ihr Gesetz ein Spaltungsgesetz ist und kein Integrationsgesetz. Sie können ja selbst nicht mal sagen, was das denn eigentlich sein soll, aber alle sollen sich dem Leitkult unterordnen. Die Zugewanderten und die Urbayern, die Kindergärten und die Schulen, die Medien, die Justiz. Sie wollen Bevormundung statt Selbstbestimmung. Und das ist nicht das, was unsere Verfassung sagt. Sie höhlen hier unseren demokratischen Wertekern aus. Das ist nicht demokratisch, das ist autoritär. Und Ihr Leitkult schafft Menschen erster und zweiter Klasse. Sie befinden sich auf einem demokratischen Irrweg mit Ihrem Gesetzentwurf. Und deswegen fordern wir Sie auf, ziehen Sie ihn zurück, überantworten Sie den Papierkorb und lassen Sie uns zusammensetzen und ein Integrationsgesetz fürs 21. Jahrhundert schaffen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, vordergründig sieht es ja so aus, als würde das Integrationsgesetz darüber entscheiden, wie die Eingewanderten in unserer Gesellschaft leben. Das ist ein Irrtum. Welches Gesetz wir hier beschließen, hat Folgen für uns alle, für jede und jeden von uns und für das gesamte Land. Sie wollen für alle verbindlich festlegen, was normal ist. Und alle anderen sollen sich daran anpassen oder wenigstens nicht weiter auffallen. Das genau ist Ihr Leitkult. Sie wollen in Wirklichkeit zurück in die miefigen und spießigen 50er Jahre, weil sie im Kern die gesellschaftliche Emanzipation der 60er und 70er Jahre nie wirklich akzeptiert haben. Man hat das Gefühl, dass es nur so staubt, wenn man Ihren Gesetzentwurf durchblättert und dass als nächstes die Sittenpolizei an der Tür klopft. Sie wollen keine aufgeklärte und vielfältige Gesellschaft. Sie wollen Einheit durch Einfalt. Die moderne, aufgeklärte und weltoffene Gesellschaft von heute aber braucht etwas anderes. Sie braucht Einheit in der Vielfalt und genau das finden Sie in unserem Gesetzentwurf.